Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Freunde der Pokémon, Sportunterhaltung, whatever. Ja, wir sind hier in der 8. Arena. Koto hat mich mehr oder weniger mal wieder kurz vom Arenaleiter rausgelassen. Ja, gut, dann hole ich mir halt jetzt den 7. Orden in diesem Let's Play. Ist mir auch egal. So. Ein Pikachu, da reicht eine Aurasphäre locker aus, da braucht man kein Erdbeben. Pikachu hält eh nichts aus. So. Noch ein Pikachu. Ja, bleiben wir gleich drin. Jetzt eigentlich auch noch irgendwas anderes als Pikachus. Weil sonst wäre der Kampf nämlich relativ langweilig. Aber es sieht so aus, als hätte die nur Pikachus und auch noch alle Level 42 und alle weiblich und auch anscheinend kann keiner Prio-Attacken von denen. Ja gut. Sweepen wir halt mit Lucario durch. Ist ein gratis Level-Up für 4 Attackenpunkte. Nehmen wir mit. Oh, der hat sogar eine Prio-Attacke. Bringt aber hier nur was, wenn ich Schutzschild oder Scanner aktiviert hätte, was ich nicht mal im Moveset habe. Gut, dass die Offenlegungen, ich glaube Gen 5 war das, wo sie das gebufft haben. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es Gen 5 oder 6 war, aber ich meine, es war Gen 5. Wo sie haben zwar die Stärke von 50 auf 30 runtergesetzt, dafür trifft die Attacke auch, wenn der Gegner nicht zufällig gerade Schutzschild oder Scanner benutzt. So, wer muss denn noch? Wendigo, Neo und Wupan. Neo will ich hier ungern verwenden. Wendigo hat zumindest defensiven Typvorteil hier. Ein Raichu. Ja, ist zumindest schon mal ein bisschen besser als ein Pikachu. Ein Ruckzuckhieb. Ja gut, mach du ruhig. Der ist auch so schneller als ich. Ja gut, wundert mich nicht sonderlich, das Viech ist schließlich Level 47. Und Raichu ist von der Init her, ich glaube, hier war es noch auf 100. Ist später erst auf 110 gebufft worden, aber Wendigo hat eh ein Init-Minuswesen, da geht das schon? Ich meine, ja. So, dann ein Electek. Ebenfalls Level 47. Na gut. Donnerblitz, das sollte ein bisschen mehr wehtun als der Ruckzuckhieb von vorhin. Das ist ja schließlich eine spezielle Attacke. Auch wenn die jetzt nicht effektiv ist. Oh, das war ein Volltreffer. Das habe ich mir schon fast gedacht, wie das so. Wie der KP-Balken da so nach unten gerast ist. Ich kenne doch mein Wendigo. Gut, auch wenn er nicht unbedingt meiner ist, der gehört Koto, aber. Oh, und da kommt die Statik, die ich ja eigentlich beim Raichu schon irgendwo erwartet habe. Da kommt ein Raichu, da wechseln wir doch nochmal aus. Das darf Wupan machen. Mal hoffen, dass der jetzt keine Statik abkriegt, weil ich will da jetzt mit Nahkampf drauf prügeln. Hier müssen wir. So. Natürlich kriegt er auch die Statik. Ist ja nur 30% Chance, dass sowas überhaupt passiert und so, ne?
ist natürlich vollkommen logisch, dass das zum einen zwei von drei Mal passiert und zum anderen gleich zweimal hintereinander. Haben wir den Paraheiler? Wir haben zumindest Hyperheiler. Ja gut, nehmen wir die Hyperheiler. Erinnert mich daran, dass ich nachher wieder ein bisschen einkaufen gehe. Medizinschrank mal wieder ein bisschen auffüllen. Brauchen noch unsere Rucksackapotheke. So, nächster Trainer. Ein Luxio. Ja gut, das hat wenigstens kein. Das hat wenigstens keine Statik. Das Viech hat eine Rivalität, weil ansonsten wäre ein Bedroher gekommen. Und Adrenalin hat es in Gen 4 noch nicht. Das ist versteckte Fähigkeit und die kam alle erst in Gen 5 dazu. Wenn es kein Bedroher hat, hat es folglich dann Rivalität. Bei dem dasselbe, der hat auch Rivalität, was ihm hier sogar ein bisschen was bringt, weil, ja gut, gleiches Geschlecht hier. Macht er 33% mehr Schaden mit physischen Angriffen, wenn das Geschlecht der beiden Pokémon gleich ist. So, was haben wir hier? Das sieht doch gut aus, ja. Hier müssen wir und dann können wir hier lang. Ja, wenn Nico darf weiter vorn bleiben. Electek. Schon wieder. Hatten wir doch erst. Und der macht auch wieder einen Donnerblitz. Na, hoffentlich diesmal kein Volltreffer. Ja, das sieht schon besser aus. Aber paralysiert hat er mich. 10% Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ne? Ach, ich liebe es. Ja, da mach mal keinen Schaufler, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal hintereinander durch die Para kommen, ist. Ja. Einfach mal hoffen, dass wir durch die Para durchkommen, dann reicht das jetzt auch. Dann gibt es jetzt wenigstens genug XP für ein Level-Up. Ja, immerhin. Level 48. Ein Magneton. Dann lass mal Wupan ran. Der ist, egal mit was wir da draufhauen, effektiv. Ich würde da allerdings noch direkt den Feuersturm bevorzugen, weil Magneton hat in der physischen Verteidigung ein bisschen mehr als in der speziellen. Von den Gegnern haben wir inzwischen wieder ganz schön angezogen. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese Arena mache, während ich keinen Knackrack im Team habe. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie muss man das jetzt machen? War das hier oder war das auf der anderen Seite? Ich meine, aber wir müssen das hier, oder? Oder war das jetzt falsch? Nee, wir müssen es wirklich so machen. Ja, genau. So war's. Dann hier rüber.
Dann können wir hier zum Volkner, genau. So. Wir haben doch noch einen Hyperheiler und eine Kumu-Milch für unseren Wendigo. Zur Not, wir haben hier noch unseren kleinen Whitey dabei. Der regelt das zur Not. Jetzt weiß ich gar nicht, womit er anfängt. Ich schmeiße aber einfach mal Wupper nach vorne. Das kann fast nicht schief gehen. Nun, dein Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Und die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kam nicht mal in Schwitzen. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arenaleiter in ganz Sinnoh, aber... Aber genug. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der sich eines Duells mit mir als würdiger weist. Da haben wir den Volkner. Der letzte Arenaleiter von Sinnoh und laut meinem Bruder sieht er genauso aus wie Narutos Vater. Ach, mit Blitzer fängt der an. Okay. Ja, da prügeln wir am besten gleich mal mit einem Nahkampf drauf, weil einen Blitzer will ich weghaben. Gut, dass der nur mit dem Ladestrahl ankommt, weil den überlebe ich. Auch wenn Blitzer einen verdammt guten Spezialangriff hat. Oh, das war ein Volltreffer, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ein Ladestrahl gleich so viel abgezogen hätte. Ja, selbst wenn er das überlebt, ich kann mit dem Tempohieb nachsetzen. Okay, jetzt ist nur die Frage... Würde er einen Trank benutzen? Ich will ungern hier irgendwas riskieren, aber... Benutzt er einen Trank, brauche ich einen Nahkampf. Wenn er keinen Trank benutzt, brauche ich einen Tempohieb. Das ist das Problem. Ich sage jetzt einfach mal, du benutzt einen Trank. Ja. Ich hätte eh nicht gedacht, dass das Blitzer das überhaupt überlebt. So. Mit halbierter Verteidigung machen wir hier allerdings trotzdem nichts mehr. Jetzt einfach mal hoffen, dass der reicht. Und genau aus diesem Grund, liebe Freunde, spielt man Prio-Attacken. Ein Raichu. Okay, nachdem Wupan seinen Job hier schon sehr gut erledigt hat, schicken wir jetzt unseren Sir Nicholas in den Kampf. Damit haben wir auch gleichzeitig die ganzen Verteidigungsdrops von Wupan wieder ausgeglichen. So, sehr effektiv. Da kommt sein Luxtra. Es war nochmal die Frage, hat der einen Bedroher auf seinem Luxtra drauf gehabt oder nicht? Ich riskiere es jetzt einmal mal. Ansonsten müsste ich mal ganz kurz nachrechnen, was jetzt stärker wäre, aber er hat eh keinen Bedroher drauf. Das heißt, wir können hier mit Erdbeben direkt draufzimmern. Wenn er das überlebt, tut es zwar weh, wenn er mir... Wobei, der wird das überleben. Es ist ein Luxtra. Das Ding hält was aus. Feuerzahn kann der. Oh. Das tut weh, aber Nick überlebt das auch. Da setzen wir direkt mit dem Erdbeben hinterher. Und jetzt hat er nur noch sein Elevoltec. Das ist zwar nochmal ein etwas härterer Brocken, aber den kriegen wir auch noch kaputt. Ja, gegen Elevoltec müssen wir ja eigentlich nur physisch draufhauen. Wer kann das am besten? Ja... Wendigo hat eine gute Verteidigung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der keinen Eishieb hat. Und selbst wenn, ein Eishieb überlebt Wendigo eigentlich. Elevoltec ist mit ziemlicher Sicherheit schneller als Wendigo. Ja, das Viech ist Level 50, dann ist der sowieso schneller. Oh, ein Feuerschlag hat er auch drauf, okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass Wendigo den überlebt. Oh, sogar ziemlich gut. Ja.
plus Death-Wesen darf man auf einem Fully Purple halt mal auch nicht unterschätzen. Das sollte jetzt ordentlich Schaden machen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es ein One-Hit wird, aber... Was hat er denn? Citrubeere? Ja, gut. 75% haben wir abgezogen. Das reicht. Und selbst wenn er jetzt einen Crit macht, das Einzige, was uns das die ganze Tour jetzt vermisst, ist, wenn er uns verbrennt. Ja. Das schafft er aber nicht. So. Dann war es das mit Elevoltic und damit auch mit dieser Arena. Da haben wir den Volkner besiegt. Das war der aufregendste Kampf seit, ich weiß nicht mehr wann. So wie du und dein Team kämpfen. Ihr habt eine abenteuerliche Zukunft vor euch. Ihr könnt es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein 8. Orden, den hast du dir redlich verdient. Dann haben wir jetzt auch den Lichtorden. Mit dem Lichtorden kannst du nun die versteckte Maschine Kaskade verwenden, wenn du nicht kämpfst. Kaskade ist insbesondere in der Pokémon-Liga von größter Bedeutung. Da dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir Pokémon jeglicher Level ohne Ausnahme. Außerdem möchte ich, dass du das hier an dich nimmst. TM57 Ladestrahl. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann machen wir uns langsam mal auf den Weg zur Siegestraße, würde ich sagen. Naja, einkaufen wollte ich ja noch. Darf ich nicht vergessen. Das VM-er verbrauche ich bis zur Siegestraße selber nicht. Die Kaskade muss ich mir vorher noch holen. Die kriege ich ja von Jasmin. Die steht ja hier rum. Auch wenn sie eigentlich sonst in Johto sein sollte. In Oliviana City. In ihrer Stahlarena. Na dann, wir müssen mal wieder ein bisschen einkaufen. Wie viel Supertränke haben wir denn noch? Ja. Machen wir mal wieder ein 20er voll. Hypertränke brauchen wir zwar jetzt auch nicht so dringend, aber auch hier möchte ich ein 20er voll haben. Top-Tränke brauchen wir noch nicht. Wir haben noch nichts, was irgendwie in der Nähe von 200 KP oder drüber ist. Beleber, ja gut, machen wir auch hier mal ein 20er voll. So, Gegengift haben wir noch 3. Na gut, ich will von allen Heilern immer 5 dabei haben. Ne? Die Paraheiler haben ganz schön gelitten. Aufwecker haben wir auch keine mehr, okay. Feuerheiler, ja, immer her damit. Wer weiß, wofür man es immer braucht. So. Hyperheiler. Holen wir uns gleich 20 Stück. Und dann brauchen wir noch eine Menge Schutz. Ja, 20 reichen für die Siegestraße und für das, was davor kommt. So. Ich würde mal sagen, wir haben gut eingekauft. Ja. Hey Lucius. Hey, was sehe ich da? Du hast dir einfach alle 8 Orden aus der Sinnoh-Region geholt? Boah, du, das ist ja total abgefahren. Ich bin ganz neidisch. Aber du hast noch lange nicht gewonnen. Weißt du warum? Weil ich nämlich der stärkste Trainer überhaupt sein werde. Glaubst du mir nicht? Ist aber so. Früher habe ich immer geträumt, eines Tages wie mein Papa zu sein. Aber jetzt stehen die Dinge anders. Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt, ein Trainer zu sein. Und darüber, was Pokémon sind. Schritt für Schritt werden wir immer zäher werden. Für den Moment werde ich dich nicht zu einem Kampf auffordern. Ich gestehe es nicht gerne ein, aber du bist stärker als ich. Nicht viel stärker, aber es reicht.
Ungefähr ein i-Tüpfelchen stärker. Ach, nicht, noch nicht mal. Naja, was ich sagen will, dass ich dich in Windeseile eingeholt habe. Also beeil dich zur Pokémon-Liga zu kommen, sonst siehst du von mir nur noch Kondensstreifen. War das ein Freund von dir? Ich finde es schön zu sehen, wenn Leute sich mögen. Das macht mich immer ganz glücklich. Muss es nicht schön sein, einen guten Freund zu haben? Jemand, mit dem man alles wirklich alles teilen kann? Jemanden, an dem man sich messen kann, ohne dass man gleich streitet? Irgendwie wird mir ganz warm, wenn ich euch beide sehe. Vielleicht findest du das ja seltsam, aber ich möchte dir gern das geben. Zum Dank. Es ist zwar nicht viel, aber... Ja, VM7 Kaskade. Diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Verwendest du sie, kommst du in die Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Viel Glück. Jupp, auf jeden Fall mal danke für die VM, weil die brauche ich auf jeden Fall noch. Ach ja, ich darf ja hier noch nicht nach oben rüber. Da müssen wir komplett durch. Und die Kaskade soll auch Neo lernen. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass man Prio-Attacken auf jeden Fall spielen sollte, man kann es auch manchmal ein bisschen übertreiben. Hier sind wir eh nur im Playthrough und wenn hier irgendwas jemals mal schneller sein sollte als Neo, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, das Viech hat eine 147er Init. Also, wenn der überholt wird, dann ist eh zu spät. Wenn man sich das mal so im Vergleich ansieht. Whitey ist der Einzige, der da halbwegs rankommt. Und der hat noch nicht mal EV. So. Oh, wir sind ja schon wieder bei 21 Minuten. Tja. Ach, wisst ihr was? Ich lasse den Koto jetzt hier einfach weitermachen. Ja. War mal wieder eine nette Folge. Ich hab den letzten Orden geholt. Damit steht es jetzt 7:1. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass Koto es das nächste Mal bis zur Siegestraße schafft, wenn er nicht sogar die Siegestraße noch ein bisschen anfangen kann. Jo. Wir werden uns dann wahrscheinlich irgendwo in der Siegestraße wiedersehen und ich darf die dann fertig machen. Jo, bis dahin, macht's dann einfach mal gut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, oder besser gesagt das übernächste Mal. Haut rein!